Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Wir werden die beiden Kontrahenten jetzt mal eben schnell züchten und auf die Werte eingehen und dann geht der Kampf auch direkt los. Da haben wir zum einen den Spinosaurus, ja, der kostet ungefähr 2 Millionen, hat einen Angriffswert von 101 und eine Verteidigung von 37. Echt gute Werte. Und auf der Gegenseite, da haben wir den, einen sehr interessanten Kontrahenten tatsächlich, den Indoraptor. Das ist ein selbst kreierter Dinosaurier. Ich glaube, der ist entstanden durch Dr. Wu. Und das ist eine Mischung aus dem Indominus Rex. Das ist hier der links daneben. Und den Velociraptor, den kennt ihr sicherlich alle. Und ich denke, der ist sehr, sehr gefährlich. Kostet 2,7 Millionen. Und wir schmeißen den jetzt mal an. Der hat einen Angriffswert von 92 und eine Verteidigung von 51. Das heißt, er hat ein bisschen weniger Angriff, dafür mehr Verteidigung. Aber die beiden Werte sollten von den beiden Sauriern sehr ausgeglichen sein. Also das können spannende Kämpfe werden. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald der Kampf hier losgeht. Also bis gleich. Der Spinosaurus. Er lebte in Nordafrika und war der größte bekannte Theropode und Fleischfresser, der jemals lebte. Sein Name bedeutet Dornenechse und geht auf die Stacheln auf seinem Rücken zurück, die ein Segel bilden. Im Gegensatz zu den anderen Theropoden hatte der Spino eine lange Schnauze und man geht davon aus, dass er sowohl im Wasser als auch am Land gejagt hat. Er wurde bis zu 20 Tonnen schwer, 3,9 Meter groß und 15 Meter lang. Der Indoraptor. Er ist die bisher furchterregendste Kreuzung, die Dr. Wu erschaffen hat. Sein Genom ist eine Kreuzung aus dem Indominus Rex und dem Velociraptor. Dieser Dinosaurier wurde darauf trainiert, auf Befehl zu töten, was ihn zu einem der besten Waffen macht, die der Mensch je erschaffen hat. Alle weiteren Hintergründe seiner Schöpfung sind unbekannt. Mit einer Höhe von 2,4 Metern und einer Länge von 7,3 Metern gehörte er zu den kleineren Teilnehmern in diesem Wettbewerb. Der Kampf beginnt, Leute. Wir gucken das Ganze aus Sicht des Spinos an, den ersten Kampf zumindest. Die beiden sind sich gerade noch fleißig am Stärken mit Ziegen, wie ihr seht. Falls das jetzt noch zu lange dauert, kann das sein, dass ich hier einen Cut setze. Aber es kann auch sein, dass wir jetzt dranbleiben. Wir werden sehen, wie lange die beiden brauchen, bis sie aufeinander losgehen. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich diese ganzen Dinosaurier hier nach euch benennen würde? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, ob ihr da Interesse hättet. Wäre bestimmt sehr, sehr interessant und lustig, wenn die alle nach euch getauft werden. Oh, hier. Nur 2 Meter oder so voneinander entfernt fressen die beiden. Ich denke mal, der Kampf könnte gleich echt losgehen, direkt. Die beiden schauen sich auf jeden Fall an. Der Spino hat jetzt aber nochmal eine Fährte von anderen Ziege aufgenommen, wie es ausschaut. Oder der Indoraptor? Hm. Komisch, die beiden, oder? Der gönnt sich erstmal noch ordentlich Ziegen hier, der Spino. Spino ist natürlich klar im Vorteil, was die Größe angeht. Aber schreien kann er auch ganz schön laut. Aber man sollte den Indoraptor nicht unterschätzen. Ist auch eine gefährliche Kreation und Mischung von Dr. Wu. Aber der Kampf scheint jetzt loszugehen, Leute. Und der Spino beißt direkt zu und landet einen starken Treffer gegen den Indoraptor. Er ist stark verwundet.
wenn der Spino schafft, jetzt noch einen Treffer zu landen, dann, okay, der Indoraptor schlägt zurück. Das ist sehr ausgeglichen. Beide sind sehr geschwächt. Oh, der Indoraptor scheint seinen Kopf zu senken und sich abzudrehen. Er rennt davon. Okay, und der Spino verfolgt die nicht. Also die beiden scheinen erstmal... Jetzt rennt der Spino hinterher, okay. Die beiden scheinen... Nee, der rennt gar nicht zum Indoraptor. Die beiden scheinen sich jetzt erstmal wieder zu stärken mit Ziegen. Vielleicht haben sich die beiden jetzt auch angefreundet. Was ist denn hier los? Leute, ihr sollt kämpfen. Ihr sollt nicht hier kuscheln. Der Spino hat immer seinen Kopf noch immer so gesenkt. Aber die beiden scheinen jetzt wieder bereit zu sein, um weiterzumachen. Ja, sie schreien sich an. Es geht wieder los, Leute. Und der Spino landet auch wieder direkt einen Treffer. Das ist unglaublich, dass der Indoraptor immer noch steht. Und der Indoraptor landet auch wieder einen Treffer. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir werden hier gleich einen Gewinner küren können. Oh, der Indoraptor schnappt sich den Spino und beißt ihn in die Kehle. Und gewinnst du mit dem ersten Kampf? Das hätte ich gar nicht gedacht. Bei dem Größenunterschied. Krasse Geschichte auf jeden Fall. Also hat er kurz Prozess gemacht. Aber es war ein sehr, sehr knapper Kampf. Bin sehr gespannt, wie das in Runde 2 dann aussehen wird. Und ich würde sagen, ich bringe euch auch direkt dann zurück, wenn es soweit ist. Bis gleich. Willkommen zurück zu Kampf 2. Es scheint jetzt loszugehen. Der Indoraptor geht straight auf den Spinosaurus los. Und er schreit auch schon. Und die beiden gehen in Kampfposition. Ich bin sehr gespannt, ob der Spino schafft, hier auszugleichen. Oder ob der Indoraptor den Kampf hier für sich entscheidet. Oh, der Indoraptor schnappt zu. Kann der Spinosaurus diesen Kampf, jetzt schon geschwächt, trotzdem noch für sich entscheiden? Er trifft ihn jetzt aber auch, den Indoraptor. Der Kampf ist jetzt wieder sehr ausgeglichen. Beide sind sehr geschwächt. Der nächste Treffer könnte entscheiden, aber die beiden senken den Kopf und scheinen erstmal wieder voneinander abzulassen. Haben wir im ersten Kampf ja auch schon gesehen. Frage ist nur, wann gehen sie wieder aufeinander los? Oh, sie drehen sich wieder zueinander. Geht der Kampf jetzt direkt weiter? Und der Spinosaurus landet nochmals einen harten Treffer. Das sieht nicht gut aus für den Indoraptor. Und der Spinosaurus greift ihm am Kopf und packt ihn und bricht ihm das Genick und entscheidet somit diesen Kampf für sich. Das heißt, wir haben hier eine Unentschieden und es geht in einen dritten und entscheidenden Kampf. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Das ist wirklich spannend. Also, ich bringe euch zurück für den dritten und entscheidenden Kampf. Bis gleich. Wer diesen Kampf gewinnt, gewinnt dieses Duell und kommt somit eine Runde weiter. Der andere scheidet aus. Also es ist wirklich spannend hier. Der Indoraptor nähert sich langsam, aber sicher. Der Spino schreit. Will ihn einschüchtern, aber ich glaube, das klappt nicht. Und die beiden gehen in Kampfposition. Es geht jetzt los, Leute. Alles ein scheiner Kampf und der Spino landet direkt einen starken Treffer. Der Indoraptor ist stark geschwächt und schlägt direkt zurück. Das ist hier wirklich ein Kampf der Giganten, Leute. Wer kann dieses Duell für sich entscheiden? Die beiden scheinen erstmal wieder auseinander zu gehen. Das haben wir ja die letzten zwei Kämpfe auch schon gesehen. Aber sie kämpfen direkt weiter, Leute. Sie kämpfen direkt weiter. Wir werden jetzt hier gleich einen Sieger küren können. Ich bin sehr gespannt, wer von den beiden das sein wird. Jeder Treffer könnte jetzt entscheiden. Und der Indoraptor trifft ihn.
Der Spino. Der Indoraptor springt auf ihn. Bringt ihn zu Boden. Und beißt ihm die Kehle durch. Und gewinnt somit dieses Duell, Leute. Das ist wirklich unglaublich. Der kleine Indoraptor, der viel, viel leichter ist, viel, viel kleiner, gewinnt dieses Duell. Und das war wirklich ein sehr, sehr spannender Kampf. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen und über ein Like. Und schreibt mir mal in die Kommentare wegen der Sache mit den Namen und den Dinos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Bis dann.